Moin, ich bin Arnie von T&T Immobility und heute sitzt eine der Electrified Women neben mir. Wer das ist, das kommt gleich nach dem Intro. Moin. Moin. Wir haben uns heute hier getroffen. Du bringst dein Auto zum Check. Ja. Wer bist du? Mein Name ist Renate. Ich bin inzwischen Rentnerin. Mhm. Und nach wie vor jemand, der gerne Auto fährt. Ja. Und du hast dir ein nickelnagelneues Model 3 gekauft. Genau. Sollte mal jetzt ein Elektroauto sein. Und dann sollte er auch neu sein. Ja. Und ist das dein erstes Elektroauto? Das ist mein erstes Elektroauto, ja. Und wie war für dich die Umstellung zum elektrischen Fahren? Also, es ist ja faszinierend, elektrisch zu fahren. Deswegen ist die Umstellung so überhaupt nicht problematisch. Sondern ich habe mich riesig drauf gefreut. Und es ist auch genauso eingetroffen, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja. Und was ist für dich jetzt, war jetzt die größte Herausforderung für dich? Ja, wenn ich ehrlich bin, ist die Herausforderung gewesen, kaufe ich mir einen Tesla oder nicht? Ja. Denn ich gebe ganz ehrlich zu, es war Elektroauto schon lange im Gedanken. Aber dann kam das mit dem Ladeproblem und ich so als Sicherheitskandidat irgendwie das Gefühl, es könnte vielleicht keine Infrastruktur da sein. Also war schon mal klar, Elektroauto gleich Tesla. Und dann hatte ich für mich die größte Herausforderung von der Qualität. Ja, und wie ist die Qualität für dich? Ja, ich bin mit dem Auto sonst ja sehr, sehr zufrieden. Dieses Fahrgefühl ist einmalig, möchte ich auch nicht tauschen, aber es ist für mich jetzt, sage ich mal, nicht deutsche Wertarbeit. Ja. Vielleicht bin ich auch nicht mehr jung genug, um da drüber wegzugucken, wenn man viele Autos gefahren hat, also gerade sowas wie Mercedes oder so, dann ist es schon ein Unterschied. Aber das Fahrgefühl selber entschädigt zunächst mal für alles. Ja. Und du hast es ja eben schon kurz angesprochen. Darf ich fragen, wie alt du bist so ungefähr? Ich werde jetzt 63. 63. Und jetzt bist du ja eigentlich in dem Alter, wo oft schon einige sagen, boah, was interessiert mich das? Eine neue Mutsche, Kram, will ich gar nicht. Aber du hast gesagt, nö, ich finde das cool. Ja, erstmal finde ich das cool, aber es ist auch so, dass ich gedacht habe, es wird mir das Leben erleichtern. Mhm. Das ist definitiv so, wenn man jetzt immer den Tempomat nimmt oder auch mal den Autopiloten da einstellt. Das erleichtert auf jeden Fall. Du nutzt das auch aktiv. Ja, ich versuche das. Mhm. Also fühle mich nicht immer ganz sicher damit. Okay. Ist doch eine Umstellung, aber ich finde, das wollte ich unbedingt haben. Ja. Ich wollte auch das mit dem Tablet, weil das so intuitiv ist. Ich finde das sehr, sehr gut, weil ich auch mit iPad und so unterwegs bin. Mhm. Habe ich gedacht, ist das dann auch vergleichsweise einfach. Genau so ist es. Mhm. Ich finde eben auch jetzt in meinem Alter, dass ich das jetzt machen sollte. Weil ich glaube, wenn ich das in 5 Jahren mache, dann habe ich vielleicht wirklich Probleme, das noch zu lernen. Und so ist das irgendwie gar kein Thema. Und die Zukunft, und so kann ich nochmal mitmachen. Ja, ich finde das ein super Gedanke. Ich finde es auch gerade super, dass du sagst, ich kann jetzt noch mal mitmachen. Wie weißt du, wie es in 5 Jahren ist? Vielleicht ist der Techniksprung dann so groß, dass man das gar nicht mehr so richtig hinkriegt. Dass man sagt, oh, jetzt wird es aber schon schwierig und figelinsch irgendwie. Und so finde ich das natürlich ein super Einstieg. Mein voriges Auto ist jetzt 7 Jahre alt gewesen. Habe ich also 7 Jahre auch gefahren. Und dann waren jetzt auch schon so Features in neuen Autos, also auch in Verbrennern, wo man sagt, das habe ich ja noch nie gesehen. Ja. Und wenn man das jetzt gleich auf Elektro mit Tablet macht, dann ist das intuitiv nicht schwierig. Ja. Ich musste mich ein bisschen dran gewöhnen, immer ein bisschen mal nach rechts zu gucken. Das geht aber schnell. Ich finde es abends im Dunkeln immer noch ein bisschen gewöhnlich. Ja, ne? Ich glaube, das ist auch schwierig. Vorne so ein dunkles Loch ist, das finde ich ein bisschen schwierig. Aber das ist alles. Ansonsten ist es wunderbar. Ich traue mich nicht immer das, was ich gerne bedienen möchte, zu machen während der Fahrt, weil man immer denkt, noch bin ich nicht so fit. Wenn man nachher, genauso wie mit seinem Telefon oder auch mit seinem Tablet, man ist nachher so intuitiv, dass man genau weiß, wann ich in welcher Reihenfolge drücken muss. Und genau das wird da auch passieren. Das merkt man schon. Ich habe das Auto jetzt ja erst 2,5 Wochen. Insofern habe ich das noch nicht alles intus. Ich fahre auch nicht mehr so viel. Ich muss nicht mehr zur Arbeit und so. Das ist natürlich dann etwas weniger. Was hast du früher beruflich gemacht? Ich war in der Immobilienbranche tätig. Auch interessant. Auch eine Branche, die sich ja auch sehr gewandelt hat. Auf jeden Fall so gewandelt hat, dass ich auch nicht so böse bin, dass ich jetzt irgendwie zu Hause sein kann und das nicht mehr machen muss. Ja. Und du bist ja ein Mitglied der Electrified Women. Ja. Wie hast du uns gefunden? Ja, eigentlich hast du mich eingeladen. Ja. Genau. Ich weiß gar nicht, wie das genau entstanden ist. Mhm. Ich bin ja öfter bei Uwe unterwegs gewesen. Genau. Und zugegebenermaßen ist Uwe auch derjenige, der dafür gesorgt hat, dass Tesla mir näher gebracht wurde und die Elektromobilität. Denn ich habe ganz viel Videos vorher geguckt, bis ich mich entschieden habe.
Und dann war eben die Tesla-Frage erst recht geklärt. Ja. Und dadurch hast du mich wahrscheinlich gefunden, weil ich bei euch auf der Facebook-Seite öfter war. Das stimmt, das kann schon sein. Ja, genau so war das. Ja. Und da dachte ich mir, hey, das ist doch eine, die dabei sein kann. Wie gefällt es dir dort in der Gruppe? Ja, gut. Ich finde das natürlich sehr schön, dass irgendwie mal Fragen gestellt werden können, wo man sich nicht schämt. Ich finde das bei den einzelnen Gruppen manchmal schon grenzwertig, wie auch die Männer untereinander reagieren. Ja. Die werden ja immer fertig gemacht, wenn mal einmal KW und KWH verwechselt wird. Das ist ja heute noch so. Ich finde das sehr angenehm und ein sehr friedlicher Ton und sehr aufmunternd und witzig auch teilweise. Ja. Das ist schön. Das ist tatsächlich so. Ich habe heute Morgen, war ich in einer anderen Gruppe unterwegs, und da ist jemand ausgetreten aus der Gruppe, weil er sagte, also diese Haarspalterei über dieses richtige Wort, was über diesen Fachterminus, der da verwendet werden muss, damit man das denn wirklich auf den Punkt bringt, das ist so nervig und das ist so zeitraubend und es muss ja auch alles Spaß machen. Ja. Das muss man wirklich sagen, das hat man bei uns in der Gruppe nicht. Ja, ne? Überhaupt nicht. Also ich kann nur jedem empfehlen, da auch reinzugehen, gerade als Frau eben, um dann auch sich nicht komisch zu fühlen. Ja. Das ist toll. Und vor allen Dingen, es sind ja auch nicht nur Tesla da. Wir haben wirklich alle Autos da. Ich wüsste jetzt, also auch selbst neue Autos, da sind jetzt viele Mädels dabei, die sagen, hey, ich interessiere mich für den Corsa. Also es sind so viele Autos dabei, dass man wirklich sagen kann, wir sind breit gefächert. Es ist nicht eben einfach nur eine Tesla-Gruppe. Und was halt cool ist, dass wir uns alle gegenseitig austauschen können und dass wir uns auch gegenseitig, dass man immer wieder neue Eindrücke gewinnt. Also ich lerne was über die Zoe, die ich ja vorher gar nicht kannte und die ich zwar mal gefahren bin, aber von der ich streng genommen keine Ahnung habe, oder auch der Kona oder auch eben die ganzen anderen Fahrzeuge. Und das finde ich halt auch echt spannend. Und wir besprechen natürlich auch mal außerhalb der Blase. Das kommt auch dazu. Also wenn es andere lustige Sachen gibt, dann ist das eigentlich super entspannt. Ja. Ich finde es auch, also ist auch lustig jetzt gewesen, wer hat welchen Namen vergeben. Ja, das genau. Ist ja, glaube ich, auch ganz typisch Frau, das finde ich toll, dass eben jeder so einen Namen vergibt fürs Auto. Ich glaube, das tun Männer weniger, weil Tesla ist man ja fast gezwungen, einen zu vergeben. Genau, welchen Namen hat denn dein Auto? Mein Auto heißt Min Wölkje. Min Wölkje, deine Wolke? Genau, mein Wölkchen, das heißt Wölkchen. Für die nicht ganz plattdeutsch kundig sind, wir kommen aus dem Norden, das ganz heißt genau. Hier so. Ich denke, man könnte es auch hören, dass wir aus dem Norden kommen. Ja, ich habe gedacht, wenn im Norden, dann müsste das auch ein plattdeutscher Name mal sein. Ja. Das ist ja sonst immer alles irgendwie Duchess und ich weiß nicht was. Und darum habe ich gedacht, das passt mir ein Wölkchen, weil ich ein weißes Auto habe. Und Wölkchen ist eben, Wölkchen ist ein Name, der verwendet wird eigentlich bei Tee. Das ist so das Sahnehäubchen genau, im Tee. Daher kommt das. Und da ich erstens Teetrinker bin und zweitens eben das Wölkchen und Sahnehäubchen mit Weiß im Auto zusammenpasste, heißt das eben mein Wölkchen. Ach, sieh an, ne? Das ist mal eine spannende Geschichte zum Namen. Ja, hat aber lange gedauert. Das war genauso lange wie die Entscheidung, ein Auto wie ein Tesla zu kaufen. Ja, und ist für dich so Nachhaltigkeit, also so ein Thema, also bist du ein Ökovogel, würde Ofe jetzt ja fragen. Irgendwie, dass du sagst, Mensch, ich will nicht nur am neuen Technologiesprung beim Autofahren dabei sein, sondern das ist mir auch wichtig. Ja, das ist mir tatsächlich wichtig geworden. Mhm. Ich finde das toll, dass inzwischen solche Bewegung da ist, dass man irgendwie ein bisschen ökologischer denkt, auf jeden Fall. Also man merkt das auch zu Hause im Kleinen, dass man es tatsächlich macht. Also das fängt bei Mülltrennung an und man überlegt, ob man was Eingepacktes in Plastik kauft. Das ist tatsächlich so. Als Öko-Vogel würde ich mich nicht bezeichnen, weil das klappt, glaube ich, nicht immer wirklich gut. Da müsste man überlegen, ob man überhaupt ein Auto fährt, wenn das danach geht. Genau. Aber es ist tatsächlich so, dass ich gedacht habe, man muss im Kleinen den Anfang machen, also beim Autofahren. Ich finde das insofern wichtig und ich habe auch ein kleines Enkelkind und für den mache ich das auch. Wie findest du die Bewegung Friday for Future? Also die Bewegung an sich finde ich prinzipiell gut. Es gibt ein paar Sachen, die grenzwertig sind, muss man klar sagen. Ich glaube, viele Jugendliche sind sich dessen nicht immer bewusst, was sie anhaben, wenn sie dann zur Demo gehen, weil da ist Kinderarbeit drin oder so, ob das wirklich immer so funktioniert. Aber grundsätzlich finde ich es gut, weil nur so irgendwie der Finger in die Wunde gelegt wurde. Ja, ich glaube, da hast du recht. Also ich denke auch, dass, wie du schon sagst, also klar ist da nicht alles ökologisch korrekt, das muss es auch nicht sein. Weil das sind
es geht ja darum, was in der Zukunft passiert. Und es geht darum, dass wir ja sozusagen unseren Kindern das auch jahrelang vorgelebt haben, wie das zu sein hat. Also wir waren ja diejenigen, die früher die Bekleidung gekauft hat, bevor sie sich die selbst ausgesucht haben. Stimmt, ja. Wir sind diejenigen, die mit denen zum Bäcker gefahren haben, gefragt hat, ey, willst du einen Kakao haben? Mhm. So, und die Kinder zur Schule gefahren. Und die Kinder zur Schule gefahren, genau. Das sind so Themen. Und die Frage ist auch immer, nur weil das eine noch nicht da ist, muss alles andere immer gleich so politisch korrekt sein? Nein. Also muss das so sein? Oder kannst du nicht auch einen Wunsch haben, wie es in der Zukunft aussehen soll und sagen, okay, wir gehen in kleinen Schritten dahin, aber wir bewegen uns in die richtige Richtung. Ich denke, darum geht es auch, dass man sich bewegt, dass es Klick im Kopf macht. Das ist genau der Punkt. Deswegen finde ich es auch sehr gut. Dieser Klick im Kopf ist da, bin ich fest von überzeugt, bei jungen und auch bei älteren Leuten. Also das kann ich ja für mich nur sagen, dass auch diese Bewegung dazu geführt hat, über einiges mal mehr nachzudenken. Ja. Nun bist du ja in einem Alter, wo man sagen kann, da gibt es schon einige Starrsinnige, die sagen, ach nee, und wie gesagt, dieser neumodische RTL-Kram, den wollen wir nicht. Wie finden deine Freunde das denn so? Also dein Freundeskreis, dass du elektrisch unterwegs bist? Alle sind begeistert. Mhm. Alle warten auf die erste Probefahrt. Okay. Gibt es Zweifler? Nein, ich habe bis jetzt keinen Zweifler kennengelernt. Also nicht bewusst. Vielleicht, wenn sie mal drin gesessen haben, aber ich glaube dann eher noch am allerwenigsten. Nein, es sind alle begeistert. Ist nicht für jeden von der Preisklasse möglich, muss man auch klar sagen. Aber es gibt ja auch kleinere Autos. Also demnächst wird bei uns auch noch ein Zoe einziehen zusätzlich. Ja, als zweites Auto wird auch der zweite Verbrenner abgeschafft. Ja. Und das ist schon eine Kombi, die viele interessiert. Mhm. Klar, das ist tatsächlich irgendetwas, das muss man sich leisten können. Definitiv, also Tesla fahren muss man sich leisten können, man muss sich leisten können, seine Fahrzeuge ersetzen zu können. Es ist tatsächlich so, dass auch wir, also Ofe sagt es auch, solange, also verschuldet euch nicht für eure Autos haarsträubend. Genau. Das macht keinen Sinn und dann fahrt doch eure Verbrenner erstmal noch so weit, bis sie wirklich zusammenbrechen. Ja. Bis wir sagen, okay, jetzt entweder ist jetzt der finanzielle Status erreicht, dass man sagen kann, ich kann es wechseln und ich kann es auch mit gutem Gewissen wechseln. Mhm. Oder eben, dass man sagt, jetzt ist es wirklich so kaputt, jetzt muss ich sowieso irgendwas machen. So, und der Gebrauchtmarkt entwickelt sich ja auch. Ja. Das ist auch nochmal so eine ganz, ganz... Auf dem Standpunkt stehe ich auch, weil ich hatte erst überlegt, ob ich meinen wirklich zu Ende fahre. Mhm. Dann habe ich aber einen sehr guten Preis bekommen und darum habe ich das dann entschieden und eben mich auch vorher schon lange mit der E-Mobilität beschäftigt. Ich denke aber auch, dass der Weg richtig ist, zu Ende fahren und dann aber nicht wieder einen Verbrenner kaufen. Ja. Ich habe auch einige, die sagen, nö, ich bin jetzt in einem Alter, da kaufe ich mir jetzt noch einmal einen Verbrenner und das ist das letzte Auto und gut ist. Warum muss ich mir jetzt ein Elektroauto antun? Das habe ich auch schon gehört. Aber das sind nicht grundsätzlich Zweifler am Elektro. Vielleicht haben sie keinen Mut oder es ist wirklich eine Preisfrage, keine Ahnung. Aber ich glaube, der Weg ist richtig. Das Auto ist ja schon mal da. Muss ich jetzt nicht irgendwie, der Verbrenner bleibt und ich kaufe mir ein Elektroauto. So ist es ja letztlich bei mir. Das ist auch nicht unbedingt der richtige Weg. Wir bauen dadurch ja auch nicht irgendwas ab. Nee, das ist so. Mich würde mal interessieren, wie sieht es bei euch im Freundeskreis aus? Also ist es so, dass ihr wirklich erhebliche Zweifler hattet, die sagten, ey, wie kannst du sowas kaufen? Und waren dann begeistert nach einer Probefahrt, nach der Mitfahrt? Oder wie war das bei euch so? Also das ist schon mal irgendwas, was einem ja immer begegnet, dass diejenigen da sind, ach nee, und ach, das ist alles Humbug. Und dann hinterher doch sagen, ey, cool und schön, dass ich das mal gemacht habe. Da kriege ich eine Idee davon, wie das gelaufen ist. Das würde mich auch mal interessieren, wie andere so denken. Auch so generationsübergreifend würde mich das mal interessieren. Nicht nur junge Leute, die sind ja oft eben technikaffin. Genau. Aber wie das ist so in der mittleren und höheren Generation, wie von mir, wie die dazu stehen. Ja. Wir wissen es ja von Evas Mama, die ja auch begeisterte Zoe-Fahrerin, also Eva vom Blockhaus, wir verlinken das auch mal, die ja mit ihrer Mama sich eine Zoe teilt. Mhm. Und sie haben Videos, ihr hat auch Videos dazu gemacht, ihre Mama an der Ladesäule und im Gespräch und solche Sachen. Das finde ich schon sehr spannend. Als Tesla-Fahrer ist man natürlich sehr verwöhnt durch die Infrastruktur. Wobei ja auch öffentliche Ladesäulen, ich weiß nicht, wie lädst du, wie machst du das? Also das muss ich dazu sagen, war eine Grundvoraussetzung. Ich wollte unbedingt nur dann, wenn ich auch zu Hause laden kann. Okay. Das Problem habe ich also nicht. Mhm. Ich kann zu Hause laden und weiß ja, dass die Tesla-Struktur da ist. Wenn ich irgendwo anders hinfahre, habe ich kein Problem. Ich habe natürlich schon mal getestet woanders, um mal zu sehen, wie es ist. Aber das war eine Grundvoraussetzung, zu Hause laden zu können. Also ich könnte mir für mich vorstellen, so mit einer Mietwohnung ist dann schon doch ein bisschen schwieriger, zumal man sieht auch in Hamburg
Gefühl, weil wo man ja öfter ist, schon, dass es Ladesäulen zwar gibt, aber sie sind sehr, sehr oft jetzt belegt, weil es doch immer mehr gibt. Mhm. Und wenn man dann die haben muss nachts zum Laden, dann wird es schwierig langsam. Ja, da muss natürlich noch viel gemacht werden. Ja, also gerade dann, es müssen viel mehr Firmen noch Ladesäulen zur Verfügung stellen, vielleicht einen kleinen Ladepark bauen. Das ist schon so, definitiv, da gibt es noch Engpässe. Auch meine Lieblingsladesäule, die ihr ja auch kennt aus meinen Videos, ist jetzt nicht mehr kostenfrei, sondern ich stand gestern davor und dachte mir, huch, wieso brauche ich jetzt eine Karte? Dann habe ich erstmal meine Karten ausprobiert und dachte, Mist, geht nicht. Mhm. Und habe mir erstmal aufgeschrieben, dass ich jetzt noch so eine neue Ladekarte bestellen muss, damit ich dann auch bei meinem Lieblingsladen weiterhin laden. Ist auch nicht mehr kostenfrei, kostet jetzt etwas. Es stand da was von irgendwie 1 Cent. Ich muss mich da nochmal reinlesen, was ist tatsächlich so, also was jetzt abgerufen wird für das Laden. Hast du denn jetzt schon so Ladekarten? Ja. Auch die bestellt? Auf jeden Fall diese ADAC-Ladekarte, weil das kann man ja fast überall benutzen. Genau. Aber ich habe auch irgendwas wie von Shell und Maingau, glaube ich, genommen, weil ich sicher gehen wollte. Also ich glaube, ich habe 3, dass du alles hast. Stück. Ja, dass ich alles habe. Wie gesagt, bin ja so ein Sicherheitskandidat. Ja. Dass man dann dass ich bloß nicht in die Situation komme, nicht klarzukommen. Ja. Und ich finde auch, dass die Struktur hier oben im Norden ja nicht so mit Tesla verbreitet ist. Brag gibt es, ne? Und also jetzt Supercharger meine ich. Brag ist Supercharger. Und genau, in Hamburg ist also hinter Hamburg. Genau. Ja, genau, in Rade ist dann schon der nächste. Und dann gibt es noch auf der A7 noch einen, das war es dann aber fast, ne? In Wittenburg noch, wenn man noch in Richtung Osten fährt. Aber ansonsten hier an der Ostsee, also ich fahre öfter an die Ostsee, da ist das gar nicht so weit verbreitet. Ne? Ja gut, Herr Mast sagt ja auch, du sollst ja den Supercharger nur nutzen, wenn du reist, wenn du unterwegs bist. Und ansonsten bitte die anderen Ladestationen benutzen. Wo bist du häufig an der Ostsee? Kellenhusen, okay, da kenne ich mich jetzt noch nicht so aus. Genau. Da gibt es noch gar nichts. Gibt es auch keine öffentliche Ladesäule? Nein. An den Supermärkten? Noch gar nichts. Okay. Also wenn ihr jetzt eine Ladesäule in Kellenhusen kennt, dann helft auch hier bitte weiter. Genau. Weil dann schreibt es unten ins Video, dann kann man Renate beim nächsten Mal auch laden. Genau. Grömitz ist das nächste. Grömitz hat aber. Das ist das nächste zu Kellenhusen. Oder Dahme noch an der Ober. Kellenhusen hat noch nichts. Also ich bin ziemlich sicher, weil ich habe mal mit denen gesprochen dort und soll was kommen. Also auch die fangen irgendwann an zu bauen. Ja, ist so. Definitiv. Ja, also so viele Tesla, wie inzwischen ausgeliefert werden. Wie man sieht, da auch in Hannover war ich da geht das ja alle eine halbe Stunde, Takt immer 2 gleichzeitig. Ja. Da wird schon einiges auf uns zukommen. Mhm. Und wenn man denn nicht nur beim Supercharger laden will, dann muss man schon ein bisschen noch nachrüsten. Wie war die Auslieferung bei Tesla für dich? Ich hätte sie mir schöner vorgestellt. Bin natürlich auch verwöhnt durch andere Auslieferungen. Blumenstrauß hat man schon gar nicht erwartet. Die Schleife war auch nicht drauf. Ich wurde nur gefragt, ob ich alle Videos geguckt hätte. Habe ich dann bejahen können. Und dann wurde gesagt, okay, dann koppeln wir jetzt nochmal Ihr Telefon und tschüss. Okay. So nach dem Motto, du hast alles angeguckt, also kannst du das Auto auch bedienen. Wahnsinn, ne? Das fand ich jetzt grenzwertig. Also das fand ich nicht ganz so gut. Und auch die Übergabe selbst war dann eben so, man hatte zwar Zeit, sein Auto anzugucken und Mängel festzustellen, aber danach wird auch nicht viel gemacht. Also das geht schon ratzfatz. Macht vielleicht auch irgendwie der Zeit geschuldet sein. Dass rein raus. Rein raus, genau. Aber das hätte ich mir einen Tick persönlicher vorstellen können. Ja, es wäre ein bisschen schöner gewesen, ne? Dass man nochmal irgendwie das Gefühl hat, man hat so ein bisschen was mit echten Menschen zu tun. Ja, und mit einer Begehrlichkeit. Und man ist ja so ein Auto ist für mich nach wie vor ein Emotionsthema. Ja, genau, für mich auch. Daran liegt es vielleicht auch. Es ist kein Gebrauchsgegenstand. Genau. Und der Tesla hat ja länger gedauert, bis man die Entscheidung getroffen hat. Und dann wird man auch noch bestätigt in dem, was man immer so an Vorurteilen hat, dass das eben alles so nicht ganz so für die ist, dass ein kleines Auto wird da nicht so der Teppich ausgerollt. Ne? Ja. Und hattest du schon Kontakt zum Service Center, weil du irgendwelche Nachbesserungen hast? Habe ich deswegen nicht aufgenommen, weil ich ja gerne wollte, dass unser Doc Tesla erstmal guckt, dann kann ich gleich die ganze Liste nehmen. Das ist vernünftig. Ja, ne? Ja. So, was für ein Auto hast du dir hier ausgesucht?
ein türkises. Und ihr kennt es schon aus anderen Videos. Es ist der Chevy, der immer beliebt ist bei den Damen. Der Chevy Bel Air aus von 1957. Ich zeige Ihnen gleich nochmal so ein bisschen im extra Video. Wie findest du das Auto? Es ist wunderschön. Es ist in einem super Zustand. Und es ist, hätte jetzt auch Lust, damit nach Hause zu cruisen, muss ich gestehen. Das ist so viel Chrom und in allerbestem Lack steht er hier. Und die Farbe, ganz klasse. Gefällt mir gut. Bist du schon mal so ein Auto gefahren? Nein, ich bin noch nicht so ein Auto gefahren. Ich habe selber schon mal einen Oldtimer gehabt. Das war ein Buckel-Volvo. Ach, sieh an. Ja, das war auch ein tolles Auto. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, den Buckel-Volvo. Ja, das hat auch Spaß gemacht, damit zu fahren, muss ich sagen. Und dann mal so ein Mercedes SLC. So ein, war auch ein schönes Auto. Und aber so eins, ein Schlachtschiff wie dieses hier, habe ich noch nicht gefahren. Ja, das muss man bewegen wollen. Und da muss man auch, also wenn wir alle über Parkplätze sprechen und Raum in den Städten, Raum in den Städten ist natürlich auch immer ein Riesenthema, dann ist man mit so einem Auto irgendwie nicht unbedingt so gut bedient und kommt nicht so gut an. Rückwärts einparken für eine Frau eine Herausforderung mit diesem Auto. Also tatsächlich geht es eigentlich, weil das Auto ja sehr übersichtlich ist. Du kannst ja wirklich exakt sehen, wo was ist und musst dir halt nur merken, ich habe da hinten noch eine Stoßstange, das sind 10 cm und das ist es eigentlich schon. Es ist Servolenkung, gut, wenn er eine hat, dann ist es toll. Wenn er keine hat, wird es tatsächlich schwierig. Aber dann erinnern wir uns, was unsere Eltern gemacht haben, unsere Großeltern, als sie auch noch keine Servolenkung haben hatten. Man bewegt das Auto, wenn man parken will, dann, wenn es rollt, weil sich es dann deutlich leichter bewegt. Ja, die meisten fangen vorher an zu kurbeln, weil sie verwöhnt sind von der Servolenkung. Das macht man beim Oldtimer nicht, sondern man rollt tatsächlich schon mal an. Man kann schon mal vorher ein bisschen einschlagen, aber man fängt tatsächlich an zu rollen. So war das früher beim Autofahren. Stimmt. Und das vergisst man natürlich leicht, auch mit Parksensoren und all diesen Sachen, die wir heute haben. Ist das schon manchmal, dass man aus der Übung gerät. Also ich bin auch klassisch jemand, ich park zum Beispiel immer rückwärts ein. Weil ich weiß, wer sich mehr Mühe beim Einparken gibt, hat es beim Ausparken oftmals leichter. Also gerade wenn die Parklücke sehr eng ist, und bin ich ja jahrelang Pickup gefahren, große Fahrzeuge. Und da ist es oftmals so, wenn du da denkst, ach, ich fahre schnell vorwärts rein, beim rückwärts ausparken, dann ist da die Ladesäule, hätte ich jetzt vielleicht gesagt, Quatsch. Die Ladefläche und dann siehst du nicht richtig, also deswegen, ich habe mir immer viel Mühe gegeben beim Einparken, dass ich auch eine gute Ausgangsposition habe. So mache ich übrigens auch beim Motorradfahren, das ist auch immer rückwärts einparken. Nein, nicht rückwärts einparken, sondern ich gucke, wie komme ich am besten raus und nicht, wie komme ich am besten rein. Also das ist so, es gibt viele Leute, die fahren dann, ich hatte es jetzt gerade witzigerweise in Amerika erlebt, bei einer Freundin, die fuhr dann vorwärts in eine Parklücke rein, hat nicht gesehen, dass sie eben wieder rückwärts bergauf muss, und wenn du dein Motorrad bewegen musst und das sind immer ein paar hundert Kilo, dann ist es einfach einfacher, wenn du vorher mal guckst, ey, wie komme ich da rein, raus, gerade als Frau. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, wenn sie ihr Moped nicht bewegen kann, dann braucht sie auch ein anderes Moped, und dann muss sie ein Moped fahren. Kann man alles machen, aber das ist immer nicht ganz so realistisch einzuschätzen. Ich weiß nicht. So, kleiner Exkurs übers Autofahren und übers Motorradfahren. Rückwärts einparken. Wie gesagt, gebt euch immer Mühe beim Einparken bei so großen Autos, wenn ihr denn eins habt. Auch beim Model S kann ich das nur empfehlen. Ich habe neulich irgendwo eingeparkt, natürlich rückwärts, es war sehr, sehr eng, und dachte mir, ich bin ja super an diese Parklücke gekommen, aber ich komme aus meinem Auto gar nicht mehr raus. So, also bin ich wieder rausgefahren aus dieser Parklücke. Ich wurde angeguckt, natürlich irgendwie unter dem Motto, was macht die hier? Die parkt hier ein und dann wieder aus. Ist ein bisschen doof. Aber da achte ich dann auch, ich parke dann auch tatsächlich so, dass ich immer meine Autos schützen will. Also ich parke eigentlich nicht so eng, dass ich das Gefühl habe, wenn der jetzt in sein Auto steigt, dann dann haut er mir die Tür in die Seite rein. Ja, manche sind ja schmerzfrei. Das total, muss man, leider. Ja. Ich fahre auch, wenn es geht, irgendwo so, dass man selbst aussteigen kann, nicht in die Situation kommt und dass auch andere nicht in die Situation kommen. Ja. Aber ich wundere mich, wie viele wirklich sehr schmerzfrei sind. Ja. Sieht man ja auch an den Videos manchmal, die durch diesen Sentry-Mode entstanden sind. Ja, Wahnsinn, ne? Ist so. Gut. Ja. Ich freue mich, dass du bei mir warst. Ja, ich freue mich auch. Ja, schön. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen hoch. Ganz genau. Genau. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt, dann bitte auch die Abo-Glocke drücken. Dann bekommt ihr auch mit, was wir so alles auf dem Kanal bieten oder die neuesten Videos und. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag und freue mich darauf, wenn ihr das nächste Mal auch wieder bei mir seid. Bis dann. Jo, tschüss. Ciao.